Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Honeypop. Wir sind mit der blödesten aller blöden Audreys hier unterwegs und suchen nach Sentiment und Moves und kriegen beides auf einmal. Perfekt. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Ein bisschen Passion. Sie mag ja am liebsten Flirtation, ne? Wir haben ein paar. So, dann haben wir nämlich schon mal vier. Da stehst du nicht so drauf, ne? Nee. Ist gerade auch nicht. Sex. Move wäre aber so schön, wenn wir... Es wäre so schön, wenn wir einen Move hätten. Jetzt haben wir einen. Na, endlich. Whatever. Whatever. So, Joy Tokens. 1, 2, 3, 4, 5. 5, also, okay. Broken Heart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. One move for every 2. Und da gibt es da mehr. Da gab es da mehr Moves. Das stimmt alles so, wie ich das gerade hier schnell im Kopf gerechnet habe. Sex? Nee. Anything? Anything? Anything at all? Hä? Ach, da geht was. Da geht auch was. Whatever. So, haben wir die auch geschafft. Ein bisschen Geld bekommen. 2443, das ist gut. Am liebsten würde ich gar nicht mehr angucken. Blöde. Okay, haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht mit ihr, das ist gut. Das klingt auch irgendwie falsch, oder? Egal, wir haben Geld gemacht. So, Gothic Lolita Outfit, okay. So, here's a question. Do you still talk to any of the girls you used to fuck? Hell no! Good. I have a thing or two to say to those fucking skanks. Wie sie doof ist, ey. Okay, dann gehen wir mal zu Lola, dann wir gehen sie jetzt alle durch. Wir gehen sie alle durch jetzt. Mit der haben wir auch noch gar nicht gesprochen, glaube ich. Oh, hi, I'm glad you showed up. Aiko hat uns eine Nachricht geschrieben. Well, fuck me, fick mich. Ich habe endlich mal was im Casino gewonnen. Super, jetzt kann ich vielleicht eine kleine Delle in meine massiven Schulden hauen. Yeah, geil. Herzlichen Glückwunsch. So. Haben wir was mit mehr Huni? Wingpin. Hier, guck mal. Are you sure? This is amazing. Ja. Ah, die ist nett. Die ist wenigstens sympathisch, weißt du? Die ist wenigstens sympathisch. So. Sonst gibt es hier nichts Tolles. Na, wie alt bist du? 24. Okay. Alright, answer me this. Okay. What kind of books do you like to read? To each their own. You know what I'm kind of curious about? What motivates you to get up in the morning? Das sieht bestimmt nicht. You're just like me.
my future plans is what keeps me going every day. Ja, ja, ist bei mir genauso. So, möchtest du was essen? Ein Bagel kann ich dir anbieten. Oh boy, you've discovered my weakness. Dann gehen wir aber daten. Was magst du denn am liebsten? Romance, okay. It would be rude not to after you asked so nicely. Ja. Okay, Romance. Romance it is mit Lola. Romanzen mit Lola. Hey, I'm glad you asked me out. This is really nice. Ich habe ja gelernt, T-Shirts fallen nicht so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, die fallen genau so. Excellent. Thank you. Wir können schon Sentiment machen. Thank you. So, da haben wir das schon mal richtig fast schon gemaxt. Bisschen Sex? Ja, ne? Nimmst du mit. Bisschen Sex nimmst du mit. Sentiment irgendwo? Nein. Doch. Noch mehr Sentiment irgendwo? Diesmal wirklich nicht. Move auch nicht. Aber jetzt haben wir einen Move. Okay, da haben wir noch ein bisschen Passion Level hier. Knick, knack. Aber nur noch 8 Moves. Es wird eng. Brauchen mal wieder was Sentimentiges. Bisschen Sentimentalitäten, da haben wir doch welche. So. Da können wir einen Move und die bleiben da. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wären 4 Moves. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Really? Are you sure? Ja. Bin ganz dolle sicher. Ihr könnt jetzt doch noch ein bisschen eng werden. So, da haben wir noch ein paar Moves. Rausgeschlagen. Ah, na, 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 na. 2 Moves. Ich glaube, wir kriegen sie noch rum, wenn wir jetzt gute Moves machen. Sentiment nicht. Wir haben einen Move dabei. Sehr gut. Perfekt. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ich bin verlockt. Vielleicht passiert noch was anderes dabei. Nee. Leider nicht. Oh, oh. 10 Punkte. Die sollten wir aber haben. Yes! Erstes Date mit Lola erfolgreich. Und wieder ein bisschen Cash abgegriffen. I'm glad I decided to join you. It was a fun date. Die ist sympathisch. Die ist sehr sympathisch. Nicht wie die blöde Audrey. Die blöde Fickkuh. Können wir noch reden oder hast du zu viel Hunger? Tell me something about myself. Okay, ja. What kind of question is that? Ja. D-Cup, if you really have to know. Ja, ich muss es wissen. Okay. Tiffany haben wir. Gehen wir zu Aiko. Ja, nee, ich geh. Nee, schlafen was? Ich doch nicht. Ich geh direkt. Einfach zack zur nächsten. Wir haben Post bekommen. Hallo. Same shit, different day, eh? Ja, was auch immer du früh morgens am Strand machst. Okay, guck mal, das bin ich. Ich war gerade dabei, ein Flugzeug zu besteigen für meine Frühschicht. Ich vergesse, von welcher Stadt das ist. Washington vielleicht? Keine Ahnung. Wie funktioniert das? Hallo? Hast du mein Bild bekommen? Ich bin's. Ich schlafe in einem Baum. Hehe.
Die ist so süß. Die ist so süß. Okay, haben wir irgendwas für mehr Huni mit dir hier? Da haben wir was für mehr Huni, aber nichts für ein neues Geschenk. Komm hier, ich will mehr Huni haben. Kriegst einen Bonsai-Baum. Wow, this is actually a really thoughtful gift. Ja, total, ne? Das gibt keine Huni. Nee, das gibt keine Huni. Oder? Warte mal, guck mal. Bringt das irgendwas anderes? Achso, das bringt so Huni. Okay. Huni, Honey. Keine Ahnung, ob du in Art gedabbelt hast. Dabbelt. Okay, wir wissen ihren Nachnamen, ihre Größe, die Cup Size Mint Green Autumn Gazebo Professor. Give me your honest answer. This is a fun one. What's your biggest turn on? Eee! You mean like this? Oh. Oh. Meine, nur Spaß. Okay. So, hey, question. Do you prefer to know your partner's sexual history? Yes. I know this is pretty messed up, but it kind of turns me on to know. Die ist so alter, wie die drauf ist. Yes. Yes. Of course, every woman's favorite question. Na klar. 109, you dick. Selber dick. So, willst du was essen? Ein Salat, so ein Kohl vielleicht. This is great. Ja. Lunch options on campus are so gross. I've got a question for you. Okay. You a political person at all? You too? They all sound like a bunch of douchebags to me. Wusste ich doch, dass die nicht politisch aktiv Please ist. Put food into my ja. Das ist eine Karotte. My face. Hier. I think I've been wondering something. What's your ideal perfect vacation life? You wish. $3,900 haben wir. Okay, ich würde sagen, warte mal, wir gehen auf ein Date, aber haben wir nicht irgendwas? Moment, die mag am liebsten Sex. Ich wollte jetzt Inventar eigentlich. Ich mag am liebsten Sex. Haben wir nicht irgendwas mit Sex? Consume all sexuality tokens. Tauschen wir aus gegen... Das. Ah, nee, guck mal. Nehmen wir lieber das. Okay, gehen wir auf ein Date. Ja, da kannst du... Ja. Mal gucken, ich weiß selber nicht, wo wir hingehen. Wir gehen auf den Markt. This place is great. I think I'm gonna pick up some dinner while we're here. Ja, nimm eine Melone oder so. Das war jetzt keine Anspielung. Das sollte jetzt nichts es sollte nichts Zweideutiges heißen. Es tut mir sehr leid. So, Move oder Sentiment. Move haben wir da. Sex hätten wir auch. Okay. Und noch irgendwas anderes gleich noch mitgenommen. Ist natürlich auch nice. Ich brauche Sentiment. Ich brauche Sentiment. Da haben wir endlich mal was. Und da haben wir noch einen Move. Extrem wenig Sentiment, was hier so droppt. Hier ein bisschen Sex. Dann noch ein Move. Da können wir nochmal Sentiment machen. Okay, erstmal Passion. Bitte gerne. Und Move. Sentiment, come to me. Move, Sentiment, perfekt. Okay.
Ich weiß, du stehst so auf Romanzen, aber das war gut, oder? So. Ne, Konsum nicht. Ich würde sagen, das ist es. Was auch immer. Ja, ne? Da hast du endlich mal ein bisschen Sex, worauf du die ganze Zeit schon wartest. Worauf du die ganze Zeit schon wartest. Und dann nochmal. Warte. Bevor wir den machen, machen wir den. Jetzt hätte ich gerne nochmal Sentiment. Oder Moves. Not bad. Danke sehr. Da, guck mal. Yes, wir haben sie. Wir haben sie. Wir sind reich. Hey, that was actually really nice. Thank you. Gern geschehen, Mann. Ich hab's drauf. Ich hab's einfach drauf. Können wir nochmal reden? Ja, egal. So, die zwei haben wir. Wir gehen zu der blöden Audrey. Ja, ja. Wir könnten dann morgen Abend, ich habe auch gelernt, ich muss nur 4 Herzen voll haben. I'm kind of busy. Hey, Hübscher, ich habe unser Date wirklich genossen. Hier ist eine Vorschau. Von dem, was ich vielleicht dabei habe, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Muss ich das zensieren? Eigentlich nicht, oder? Das ist ja eine Hose. Ich meine, es sind keine Nippel, es sind keine Geschlechtsteile zu sehen, es ist einfach nur eine Dame in der Hose, im Höschen. Okay, danke. So, guck mal, hier haben wir was für... Haben wir irgendwas für Huni mit dir? Da haben wir was für Huni. Warte mal, das ist ein Feuerzeug. Warte mal, was ist das denn? Ja, ja, ich kaufe weiter. Was haben wir denn da? Peep Toe Holds, the next broken heart. Token Match will count as a Passion Token Match instead. Okay, und noch eins. Rose Perfume, increase the amount of Passion Tokens that fall. Keep spending. Ja, ja. So, was wissen wir denn von dir noch nicht? Wir wissen eigentlich nur Größe, Cup Size und deine Education. Ich schreie ihn ins Gesicht. Warum verstehe ich die eigentlich am besten? Warum weiß ich da eigentlich am besten, was ich da sagen muss? Das verstehe ich nicht. Das ist so eine blöde Kuh. I'm 21. I don't know why, but people say I look younger. If you're gonna ask, just ask. Ja, okay. Was ist dein Hobby? I like to go shopping, especially if it's someone else's money. So witzig. So, hier hast du French Fries. Oh man, I love this shit. Yeah. Yeah, out with it. Yeah. April 6th. Actually, please do forget it. Okay. Haben wir noch was zu essen für dich? Ein Hamburger. I don't care how fat this makes me. I'm eating it. Ja. Können wir nochmal reden, dann auf ein Date gehen? Ich glaube schon. Okay. Favorite thing to do ever. Whatever. Good job. What do you want? A cookie? Ja, bitte. Bitte gib mir einen Cookie. Kann ich noch 6900? Wir können Sex noch aufleveln oder Romance. Sie ist ja in Flirtation. Das haben wir schon relativ weit. Flirtation haben wir schon relativ weit.
Wir machen erstmal Sexuality nochmal hoch. So, und dann gehen wir auf ein Date, würde ich sagen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Bis zum nächsten Mal bei Honey Pop, wo wir bald auch mal wieder jemanden flachlegen. Morgen Abend, also am nächsten Tag hier am Abend, werde ich mal gucken mit Aiko, ob wir die nicht mal flachlegen können. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Honey Pop. Macht's gut. Tschüsschen.